Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch entweder ganz neu oder zurück hier im Fuchsbau. Wie angekündigt, starten wir heute mit einem neuen Projekt und ich habe ja schon erwähnt, während wir uns im Livestream einmal die Beta zu Diablo 2 Resurrected angeguckt haben, was für ein krass doller Diablo 2 Fan ich bin. Als kleiner Welpe damals habe ich im Grunde meine ganze Jugend in diesem Game, also Diablo 2 und Counter-Strike 1.6 verbracht. Und habe mir schon seit sehr, sehr langer Zeit gewünscht, dass diese Perle der Spielegeschichte irgendwann mal geremaked oder geremastert wird. Und mein Beten wurde von Blizzard erhört und Vicarious Visions, die schon für die grandiosen Remakes von Tony Hawk und vor allen Dingen auch Crash Bandicoot verantwortlich sind, haben sich dem Flehen von mir angenommen und Diablo 2, das inzwischen 20 Jahre auf dem Buckel hat, als Resurrected in die Neuzeit hier wieder gehoben und einfach grafisch ein bisschen aufpoliert. Dabei blieb der Fokus immer dabei, die Seele des Spiels zu erhalten. Also die haben sogar ein bisschen schon für meinen Geschmack sogar fast zu wenig verändert. Es ist vom Gameplay her exakt das gleiche Ding. Es ist von den Bugs her exakt das gleiche Ding. Also unter der Haube schlummert immer noch das Original Diablo 2. Es ist nur ein neuer 3D-Renderer drauf. Es ist ein bisschen am Audio rum gemastert worden, damit es ein bisschen besser klingt. Und es sieht jetzt halt einfach super gut aus. Es klingt super gut, aber es fühlt sich noch genau an wie das Original. Und das macht es für mich einfach so, ich freue mich so unfassbar gut, also so unfassbar sehr drauf. Und ja, habe ja dann darüber diskutiert, wollen wir das als einen Stream machen, wollen wir das als ein Let's Play machen. Und habe mir dann gedacht, Fuchs, du hast gerade eh Urlaub, du hast richtig Bock, dieses Game zu suchten. Machen wir doch einfach beides. Ich starte jetzt erstmal mit einem klassischen Let's Play. Da spiele ich solo für euch einmal das Spiel durch. Wir gehen da gemeinsam einmal durch. Und der Vorteil dabei, wenn wir das jetzt solo als Let's Play machen, wir können uns voll auf die Story fokussieren. Heißt, ich rede mit allen NPCs, ich höre mir all die Gesprächsoptionen an. Wir können richtig in die Story eintauchen und spielen das Spiel einmal durch. Und wenn wir dann durch sind, können wir danach einmal das Ganze ja noch mit der Community als Stream machen. Da können wir die Story dann ja ein bisschen vernachlässigen, weil man muss sagen, wie es ist, sobald man mit anderen Leuten zusammenspielt. So, Story-Focus wird dann immer ein bisschen schwierig. Da können wir dann einfach gemeinsam als Community einmal nochmal durchbingen und da auch einmal durch die Story durch, beziehungsweise durchs Game einfach mal durch, so als Community-Event. Und ich finde, das ist doch das Beste aus beiden Welten. Wir haben es einmal als Display, wir haben einmal als Stream. Was soll da schief gehen, ne? Jetzt legen wir aber erstmal ganz entspannt mit dem Story-Focus Let's Play los. Bevor wir aber loslegen, ist eine Sache einfach noch wichtig zu erwähnen und ich finde, das sollte man nicht unter den Teppich kehren. Blizzard selbst aktuell ist eine reine Shitshow. Es sind durch Untersuchungen, vor allen Dingen des Staates Floridas, einige Dinge ans Licht gekommen, was die Arbeitskultur in Blizzard angeht, wo ich selber als großer Blizzard-Fan, ich spiele die Spiele schon seit, keine Ahnung, seit kleiner Stöpsel, ne? WoW habe ich ein bisschen gespielt, aber nicht so viel, aber Diablo 2 halt gesuchtet ohne Ende, Diablo 3 habe ich abgefeiert ohne Ende, auch wenn mir Diablo 2 mal besser gefallen hat. Ich habe Warcraft früher gespielt und Starcraft, also man kennt Blizzard und Blizzard ist für mich immer so einer der, ja, der Sternenhimmel am Spieleentwickler, also einer der dicksten Sterne am Spieleentwicklerhimmel gewesen. Und man dachte eigentlich da, das ist ein kleines, lustiges Team, die einfach richtig Bock und Passion haben. Dann kam halt Activision dazu, dann hat man den Verfall natürlich schon deutlich gemerkt. Und was aber jetzt halt ans Tageslicht gefördert worden ist, hat es halt in sich. Also da dreht sich der Magen um. Ja, von toxischer Arbeitsumgebung, vor allen Dingen Frauen gegenüber, sexuellen Belästigungen, von Mitarbeitern, die sich umgebracht haben wegen sexuellen Belästigungen, von Bill Cosby-Räumen, von, also wirklich, es ist eine reine Shitshow, man kann nur im Kopf schütteln und man glaubt nicht, was da alles passiert ist. Und deswegen haben viele Spielemagazine einfach zu einem Blizzard-Boykott aufgerufen, auch gestartet, da wird nicht mehr über Blizzard geredet, es werden keine Spiele mehr vorgestellt und getestet. Und auch viele Spieler und Spielerinnen haben natürlich jetzt begonnen, auch keine Blizzard-Spiele mehr zu kaufen. Ich hatte das Ding vorbestellt vor der ganzen Kontroverse. Ich muss gestehen, ich glaube, selbst trotz Kontroverse hätte ich es mir wahrscheinlich gekauft, weil ich es einfach zu sehr liebe, dieses Spiel. Dennoch kann ich aber nachvollziehen und auch verstehen, wenn viele Leute jetzt hier einen Boykott starten. Und es ist vermutlich auch das Richtige zu tun, weil die Firmen, ihr wisst ja, Firmen lernen nur durch finanzielle Verluste überhaupt irgendwie etwas. Wichtig ist meiner Meinung nach einfach nur, dass man über das Thema spricht, dass man es nicht unter den Teppich kehrt und dass vor allen Dingen die Verantwortlichen für diese ganze Scheiße entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden. Ne? Das ist das Wichtigste. Der Staat Florida hat gerade eine dicke Klage gegen Blizzard. Der gute Bobby Kotick, unter den Gamern auch gern der Teufel der Spielindustrie genannt, ist da jetzt vorstellig oder muss da jetzt vorstellig werden und man kann halt nur hoffen, dass die nicht locker lassen und wirklich alles auf links drehen, was geht. Da wurden auch Beweise vernichtet. Es ist Katastrophe, was da abgeht. Ich werde euch
eine Zusammenfassung und die wichtigsten Artikel, die sich mit dem Thema befassen, unter die Videobeschreibung verlinken. Also schaut euch das Ganze gerne an. Ich finde wichtig, dass man sich's anschaut und guckt gerne auch mal bei Henno vorbei. Henno und Kalle haben aktuell auch so ein Projekt am Start, wo man auch spenden kann. Da sammeln die Spenden, um gerade für Vereine, die sich gegen so etwas richten, zu sammeln. Auch das ist eine gute Aktion. Schaut da gerne auch mal rum. Und ja, ich selber für meinen Teil habe gesagt, ich werde aber keinen kompletten Boykott machen. Zum einen liebe ich das Game zu sehr und habe einfach viel zu sehr Bock drauf. Und zum anderen ist es halt tatsächlich so, dass natürlich die Entwickler und Entwicklerinnen nichts dafür können, dass die Firma, für die sie arbeiten, eine komplette Shitshow ist. Und das Spiel jetzt einfach unter den Teppich zu kehren und nicht mehr darüber zu berichten und es nicht zu spielen, hilft den Entwicklern ja nicht. Ja, da kriegen die am besten jetzt noch keinen Bonus oder sowas, weil die Umsätze nicht stimmen und verlieren vielleicht noch ihren Job. Also gut, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, ist es vielleicht verkehrt, den Job zu verlieren dort, aber dennoch glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist. Man muss einfach nur das Thema jetzt aufwühlen und der Gaming-Landschaft darauf aufmerksam machen, die Leute darauf mit der Nase stupsen, damit sie es sehen, weil viele haben es einfach nicht mitbekommen. Vor allen Dingen hier in der deutschen Gaming-Bubble haben viele es nicht mitbekommen. Mir persönlich halt ein wichtiges Anliegen, dass ihr das wisst und dass ihr da selber darüber entscheidet, ob ihr das Game kauft und wenn ihr das kaufen möchtet, ob ihr diese Firma halt damit unterstützen möchtet, macht euch da einfach erstmal ein Bild drüber, damit ihr da ein bisschen reflektiert eine Kaufentscheidung trefft und damit ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie die Gaming-Landschaft so aussieht in den großen Firmen. Ubisoft ist ja auch nicht anders. Ist ein wichtiges Thema. Aber gut, das einfach nur dazu. Das war mir wichtig, dass wir davor drüber quatschen. Jetzt legen wir los, würde ich sagen, mit unserem auf Story fokussierten Let's Play. Bevor wir unseren Charakter erstellen, fangen wir jetzt erstmal an mit dem Intro. Das spielt nämlich automatisch, wenn man das Game startet. Das heißt, ich klicke nochmal drauf und lasse euch das nochmal anschauen und halt dabei mal eben kurz meinen Sabbel, ne? Auf geht's. Gönne ich mir mal ein Käffchen und dann genießt das Intro. Endlich finde ich euch. Tyrael, ja. Ja, nun erkenne ich euch. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir mal, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war... der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Wollt ihr was hier? Ich habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träumte, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen,
Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. War mir der Böse aus meinen Träumen gefolgt? Wie hatte er mich hier gefunden? Wie konnte diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb? Von eigenen Dämonen gejagt, mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Anfang geboren worden? Gefolgt. Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Also auch die ganzen Intro-Sequenzen halt auch komplett neu gemacht. Die haben sie nicht irgendwie, sie haben sich an die alten Vorlagen gehalten, aber sie haben sie komplett nochmal neu gemacht und es sieht halt fucking übel aus. So, also jetzt wisst ihr, worauf ihr euch einlasst. Wir legen direkt mal los, würde ich sagen. Erstmal erstellen wir einen neuen Charakter. Ich mache mal einen Online-Charakter, einfach nur für den Fall der Fälle, falls wir damit später nochmal online spielen wollen. Dann ist er dafür bereit. Erstellen. Ich habe lange überlegt, welchen Charakter ich jetzt nehmen soll, welche Klasse ich nehmen soll. Ich bin ja sonst so ein extremer Fan des Barbarens. Liebe ich ohne Ende. Ja? Totenbeschwörer ist auch richtig nice. Eine der funnigsten Klassen überhaupt eigentlich. Ich liebe natürlich auch den Druiden. Der Druide hat halt die
coole Eigenschaft, dass man ganz viele Mobs spawnen lassen kann. Raben und Wölfe, die euch dann zur Seite stehen. Ist ja ein bisschen so mein Ding. Aber ich würde sagen, wir spielen heute mal eine Klasse, die ich selbst noch nie so viel gespielt habe. Aber mein Kumpel damals, mit dem ich immer gedaddelt habe. Und zwar den Paladin. Ich habe mir extra was ausgesucht, was möglichst als Solo ganz gut funktioniert. Und deswegen nehmen wir mal den Paladin und gehen da komplett auf heiliges Feuer. Das ist eine Aura, die sich dann um ihn herum auftut und Gegnern permanent Schaden zufügt. Und mein damaliger Kollege hat das halt aufs Absurdum gebracht. Der lief halt dann einfach nur noch durch die Gegend und alles um ihn herum starb. Ja? Klingt doch ganz nice. Ich würde sagen, deswegen lasst uns mal den Paladin wählen. Er ist ein geborener Anführer, ein heiliger Mann und ein gesegneter Krieger. Und wir nennen ihn natürlich ganz klassisch einfach nur Blaufuchs. Easy going. Was haben wir hier unten noch? Aktuell nicht verfügbar. Hardcore? Nee. Und Grundspiel. Die Standardversion von Diablo. Ach, wir können auch ohne Lord of Destruction spielen. Nice. Bei dieser Resurrected-Version ist natürlich das Add-on mit enthalten. Und legen wir einfach mal los. Erstellen. Oh, ja, der war wohl definierte Bauchmuskeln, sag ich mal, der Dude. Los geht's, spielen. Guten Tag. Alter, schaut euch das an. So, legen wir los. Da ist der gute Varif. Moin. Seid gegrüßt, edler Paladin. Es ist lange her, dass ich euresgleichen im Westen gesehen habe. Es wäre mir eine Ehre, euch in jeder Hinsicht zu unterstützen. Zweifellos habt ihr von der Tragödie Tristrams gehört. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glaube, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager die Anführerin zu sein. Vielleicht weiß sie mehr. Vielleicht weiß sie mehr, Alska. Was halt auch einfach mega nice ist, es ist halt die Original-Synchro von früher. Ne? Nicht irgendwie neu aufgenommen oder so, es ist die Original-Synchro von früher. So genial. So, tratschen. Akara ist die hohe Priesterin der Jägerin. Sie verkauft die paar magischen Gegenstände aus ihrem Besitz und kann sogar eure Wunden heilen. Sie ist sehr weise und wird helfen, wenn sie kann. Alles klar, dann sollte ich sie mal aufsuchen, ne? Ab geht's zu Akara. So, da ist die gute Dame. Moin, moin. Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. Das sollten wir doch hinkriegen, oder was? In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Alles klar, also, unsere erste Aufgabe, Höhle finden und Rambazamba daran machen. So, was hat sie denn noch? Tratschen. Auch wenn die Verderbten einst unserem Orden angehörten, dürft ihr doch nicht zögern, sie zu bekämpfen. Denn sie stehen zwischen euch und Andariel. Vielleicht werden unsere Schwestern ins Leben zurückkehren, wenn die Dämonenkönigin besiegt ist. Aber wahrscheinlich werden sie für alle Zeiten an ihren unheiligen Pakt gebunden sein. Höhle des Bösen. Ich sollte hinzufügen, dass viele Kundschafter der Jägerinnen an jenem schrecklichen Ort gestorben sind. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr zu verlieren.
Wenn ihr beschließt, diese Höhle des Bösen zu betreten, müsst ihr es allein tun. Okay, das kriegen wir wohl hin. Gut, also, unser erster Weg wird uns jetzt zur Höhle des Bösen führen. Ich habe jetzt gerade spontan entschlossen, weil die Folge wäre jetzt eigentlich zu Ende, aber ich sag mal, wie es ist, weil ich so viel am Anfang gelabert habe, hängen wir mal noch 10 Minuten dran, würde ich sagen. Machen wir die erste Folge schön eine halbe Stunde. Und danach, wie immer, regulär mit 20 Minuten weiter. Questlog, findet die Höhle in der Wildnis außerhalb des Lagers der Jägerinnen. Alles klar. Nur um jetzt nochmal zu beweisen, dass hier tatsächlich die gleiche alte Engine und das Originalspiel als Unterbau dient, könnt ihr jederzeit mit G in den alten Modus wechseln. So sah Diablo 2 im Original aus. Von vor 20 Jahren hat der Fuchs in seinem Keller gesessen und dieses Game gedaddelt. Und ich habe es gefeiert. Es sah geil aus. Es spielte sich so butterweich und so genial. Es war eine Offenbarung damals, das Ding. Wirklich. Und es jetzt so zu sehen, ist einfach nur der absolute Hammer. Die Detailverliebtheit, ihr könnt ranzoomen. Ich glaube mit T, nee, H. Ich habe keine Ahnung, man kann irgendwie ranzoomen. F? Ah, mit F. Guckt euch das an. Guckt euch die Detailverliebtheit hier an. Die ganzen kleinen Tränke. Und dann können wir wieder zurück ins Original spielen. Upp. Da seht ihr auch halt diese Tränke. Also es wurde sich halt wirklich massivst stark am Original ausgerichtet. Und deswegen sieht es halt auch einfach so unfassbar gut aus. Und versprüht halt den gleichen Charme von damals. Ich bin krass beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Also die Leistung kann ich nur honorieren. Es sieht einfach krass aus. Und es fühlt sich trotzdem an wie das Original. Aber gut, ich laber jetzt gar nicht mehr viel. Wir legen jetzt erstmal los und starten direkt mit dem ersten Quest und machen uns mal auf zu dieser Höhle. Los geht's. Das Blutmoor. Ich werde diese Wildnis säubern. Na, dann mal los. Mein Trick ist, also mein Vorgehen bei Diablo 2 war bis jetzt immer... Oh. Ist das gut? Ist das schlecht? Ist wahrscheinlich schlecht. Ein bisschen Drückegas-Elixier. Können wir teuer verkaufen. Geht schon mal gut los. So, erstmal draufhauen hier. Gold. Ich bin so einer, ich laufe immer erst am Rand lang, einmal das Gebiet umrunden und dann fülle ich sozusagen die Mitte aus, um nichts zu verpassen. So. Nur, dass ihr da schon mal mein Vorgehen wisst. Und ich werde nebenbei reden wir ein bisschen über das, was das Remaster so ein bisschen anders macht. Und zwar kann man endlich Gold aufsammeln, indem man übers Rüber läuft. Früher musste man Gold immer klicken, alles musste immer angeklickt werden. Und damit das aber nicht zu angenehm ist, ist der Radius sehr gering. Das heißt, man muss halt schon wirklich sehr nah über das Gold drüber laufen, damit es so automatisch angesaugt wird. Deutlich geringer als beispielsweise in Diablo 3. Das war wohl wahrscheinlich so der Kompromiss, damit es sich immer noch ein bisschen klassisch anfühlt. Ist okay. Finde ich ein ganz netter Kompromiss, weil du klickst dir mit Gold halt sonst wirklich einen ab. Wer es nicht möchte, kann es aber auch wieder ausschalten und hat dann das gleiche Verhalten wie damals beim Original und kann das Gold weiterhin brav selber mit Klicken aufsammeln. Also alles kein Problem. Finde ich einen coolen Kompromiss. Muss man echt sagen. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt keine Skillleiste. Also das Skillsystem ist genau wie früher. Es ist ein bisschen anders. Heutzutage ist es ja so, ihr habt bei den meisten Hack-and-Slays unten eine Skillleiste. Da legt ihr eure Skills drauf und könnt die dann mit den Nummern-Tasten oder von mir aus den F-Tasten dann entsprechend triggern. Bei Diablo ist es anders. Da habt ihr die linke Maustaste für den primären Angriff und die rechte Maustaste für den sekundären Angriff. Und da könnt ihr zwei Skills hinlegen. Und wenn ihr dann den Skill wechseln wollt, habt ihr die Möglichkeit, Skills auf Shortcut zu legen. Das sind die F-Tasten. Dann wählt ihr mit der F-Taste den Skill aus, müsst ihn aber dann noch triggern. Also ihr wählt mit der F-Taste dann die Vorbelegung für den normalen Angriff aus und müsst dann aber nochmal klicken. Also ist einmal klicken mehr. Und das fände ich ganz cool, wenn sie das ein bisschen modernisiert hätten und dann eine Skillleiste irgendwie eingebaut hätten. Meine Meinung jetzt, ne? Kann jeder sehen, wie er möchte. Ich hätte das sehr gut gefunden. Aber gut, ist wie es ist, ne? So, unsere einmal zur Skillung. Ist auch ein bisschen anders, kennen die Diablo 3 Jünger jetzt nicht. Habt ihr erst beim Paragon-System, dass ihr hier auf die Werte direkt zugreifen könnt. Bei Diablo 2 ist es so, dass ihr mit jedem Level-Up nicht nur einen Fertigkeitenpunkt bekommt, sondern auch Attributpunkte, jeweils 5 Stück, und könnt dann immer 5 pro Level reinballern. Wir starten direkt erstmal ganz entspannt mit Stärke. Wir sollten so versuchen, pro Kapitel roundabout 30 Punkte, 60 Punkte, nee, nicht wahr, warte. 30 Punkte in Stärke, insgesamt 30 Punkte in Geschick sollten reichen für unseren Build.
für den normalen Schwierigkeitsgrad. Im ersten Akt und im zweiten Akt jeweils 30 bis 40 Punkte in Stärke. Und alles, was wir nicht brauchen, um Sachen zu tragen, in Vitalität. Energie werden wir auf diesem Schwierigkeitsgrad gar nicht brauchen. Das heißt, ich baller jetzt erstmal die ersten 5 Stück in Stärke rein. Und dann machen wir munter weiter. Fertigkeiten. Fertigkeiten werden wir, wie gesagt, am meisten mit der Aura arbeiten. Ihr habt die Fertigkeit noch nicht erlernt. Widerstand gegen Feuer. Gebet. Offensivauren. Macht. Heiliges Feuer. Das ist das, was wir wollen. Was brauchen wir dafür? Erste Stufe Feuerschaden. Widerstand. Aura. Benötigt Stufe 6. Also dürfen wir erst ab Stufe 6 lernen. Unsere primäre Kampffertigkeit wird werden Eifer. Opfer. Niederstrecken, heiliger Blitz, Eifer. Benötigt Stufe 12. Okay, bis dahin ist noch ein bisschen hin. Brauchen wir Gebet oder sowas? Wir brauchen noch einen Macht, einen Opfer. Widerstand gegen Feuer können wir später auch machen. Der Rest wird in Widerstand gegen Feuer geballert. Das heißt, wir sind jetzt erstmal ein bisschen entspannt bis Level 6, bis wir heiliges Feuer leveln können. Macht können wir mal eben nehmen, da können wir einen reinhauen. Haben wir das drin. Dann haben wir die Aura erstmal am Start. So, wo es macht. Aura, erhöht den verursachten Schaden von euch und eurer Gruppe. Haben wir die erstmal aktiviert, wisst ihr Bescheid. Gut. Weiter geht's. Dann lasst uns mal noch den Rest der Map ausfüllen. Ein paar Monster kloppen. Und die Höhle suchen, in die wir sollen. Die muss hier ja irgendwo sein. Alter, das sieht halt aus, oder? Nur noch mal kurz gezeigt. Ich werde nicht zu oft wechseln, weil ihr wollt, glaube ich, keinen Augenkrebs kriegen. Aber man muss sich halt hin und wieder hervorholen, wie das Game vorher aussah, ne? So sah das vor 20 Jahren aus, Leute. Und so sieht's jetzt aus. Ich komme da noch nicht drauf klar. Das wird auch noch ein Momentchen dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ich habe es mir so sehr gewünscht. Ihr glaubt nicht. Also nach Spyro war das mal das zweitmeist gewünschte Remake, was ich so, oder Remaster, was ich auf meiner Liste hatte. Aktuell war es das eigentlich so von meiner Seite aus. Alles, was ich mir so gewünscht hätte, habe ich eigentlich. Das Einzige, was ich mir jetzt noch wirklich wünschen würde nach jetzt Diablo 2 und vor allen Dingen der Spyro-Trilogie, wäre zum einen ein neues Spyro. Das wäre natürlich Oberhammer. Aber wenn man so auf Remake oder Remaster abschielt, wäre das Nächste, was ich mir noch wünschen würde, und ich glaube das allerletzte, Ocarina of Time nochmal in komplett geremaked. Also nicht geremastert, sondern wirklich nochmal ein richtiges Remake, moderner Grafik und so, aber trotzdem ganz, ganz nah am Original. Also möglichst, so wie bei Spyro, alles 1:1 wieder nachbauen, nur halt einfach modernisieren. Das wäre, glaube ich, das Optimum, was ich mir so wünschen würde. Aber da Nintendo da irgendwie nicht rafft, dass das wohl beliebteste Zelda ever ist, können wir da, glaube ich, noch sehr lange drauf warten, bis das mal kommt. War ich jetzt da oben schon überall? Ja, ich glaube, wir müssen über die Brücke drüber. Clou hier an dem Game ist auch, im Gegensatz zu Diablo 3 wird hier tatsächlich so ziemlich jedes Level beim Neustart gerandomized. Also die Level sehen immer slightly anders aus, weil die halt mit dem Generator gerandomized einfach zusammengepappt werden. Es sind immer die gleichen Tiles der Welt, also es sind immer gleiche Teilstücke, die einfach nur random zusammengesetzt werden. Und somit hat man bei jedem Starten des Games sieht das Layout immer ein bisschen anders aus. Im Online-Modus ist es halt so, wenn wir einen Online-Charakter spielen und wir würden das Spiel jetzt beenden und starten es neu, dann ist nachher die Map auch nicht mehr aufgedeckt. Weil ja durch das Neustarten des Spiels eine neue Welt generiert wird sozusagen, ne? Nur unser Quest-Fortschritt bleibt immer erhalten. Dass ihr das auch schon einmal wisst. So, wir schnetzeln aber jetzt mal hier munter weiter. Auf der Suche nach dieser Höhle des Bösen. Da ist sie doch auch schon. Höhle gefunden. Weiter geht's. Ich habe jetzt gar nicht gemerkt, wie viele Punkte ich in was reingeballert habe. Ah, wir kriegen das schon so grob in den Griff. 5 haben wir jetzt schon mal in Stärke rein investiert. Wo? So, ein Erfahrungsschrein. Ihr merkt auch schon, am Anfang können wir nicht so viel rennen. Hier unten haben wir eine Ausdauerleiste. Können wir mit R umschalten für diejenigen, die das Spiel das erste Mal spielen. Ganz wichtiger Knopf, ihr könnt mit R zwischen normalem Gehen und Rennen wechseln. In der Regel willst du immer rennen, ne? Deswegen direkt das erste, was ihr macht, Spiel starten, R drücken und glücklich sein. Allerdings hat man am Anfang eine so kleine Billo-Ausdauerleiste, dass man in den ersten paar Stunden oft ans Limit kommt, dass man dann so langsam laufen muss. Da helfen dann Ausdauertränke, die man sich mit ins Inventar packen kann. Oder man lebt halt damit.
So. Ja, ansonsten bin ich dann auch einer, der gerne alles Mögliche einsammelt. Zumindest am Anfang, um ein bisschen an Gold zu kommen. Später natürlich selektiert man schon ein bisschen mehr. Aber jetzt vor allen Dingen zum Anfang des Let's Plays werden wir öfter in die Stadt zurückreisen, um unser Inventar leer zu kriegen. Weil das halt doch relativ klein ist, muss man sagen. Das haben sie auch nicht vergrößert. Das Einzige, was da optimiert worden ist, es gibt jetzt geteilte Truhen. Das gab es früher nicht. Früher hatte jeder Charakter eine Truhe. Die war auch deutlich kleiner. Die wurde vergrößert. Und sie war nicht geshared. Das heißt, man hat dann Charaktere angelegt, die so als sozusagen Bank-Accounts fungiert haben, die man einfach nur mit Items vollgemüllt hat, damit man wieder Platz in der Truhe hatte. So, mein Arm vibriert. Das bedeutet, unsere extra 10 Minuten sind durch. Dann machen wir doch gleich hier einen ganz entspannten Break. Ich töte gerade nur noch ein bisschen. So. Ja, ist gut, Uhr. Meine Lieben! Ihr hört meine Uhr nicht vibrieren, aber ihr wisst Bescheid, wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mir den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns ganz gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.